Winterschluss im Pizol bei Kaiserwetter und mit dem 13. internationalen Pizol Riesenslalom. Organisiert vom Skiverband zum ganzen Land Wallensee, kurz SSW. Start von dem 8. Raiffeisen Cup und zugleich der Verbandsmeisterschaft bei der Gaffia auf 1761 Meter über Meer, Ziel dann in der Fort auf 1520 Meter über Meer. Am Start rund 250 Läuferinnen und Läufer in 17 Kategorien mit den Jahrgängen 2009 bis 1944. Ein grosser Altersunterschied also. Vieles aus dem ganzen Land, aber auch aus Vorarlberg, St. Moritz, am Prättigau und dem Raum Glarus, Werdenberg, Gossau, dann Richtung Albis und Richterswil und so weiter. Stadt Nummer 1 hat die Elian Zimmermann von Vermol gehabt. Jahrgang 2009, das ist sie. Sie war eine der jüngsten gewesen. Die Ranglisten sind im Netz beim Rennkalender vom SSW. Die Bestzeit bei den Männern hat der Fernando Schmid von Graue Hörner Melz erreicht mit 49,36. Die Frauen sind ihm aber nicht ganz gross nachgestanden. Die Beste dann Anna Dietrich von Filters mit 50,69. Wir zeigen unabhängig von den Resultaten ein paar Eindrücke, hier vor allem von den Jüngsten. Und der Markus Roth ist auf Interviewtour gegangen. Ja, es geht so. Bist du noch gut weg? Ja. Und bist schnell gewesen? Es geht noch. Wie ist denn heute Piste? Es ist ja sehr warm. Bis jetzt ist es sehr gut. Wir konnten gestern ziemlich gut salzen. Von dem her bin ich optimistisch, dass die Piste das heute haben. Ja. Salzen, lange das oder haben wir sonst etwas machen müssen? Nein, wir haben das eine spezielle Maschine, die wir mit der Pistenmaschine salzen können. Und durch das bringen wir recht viel rein und auch schön breit. Also nein, wir müssen es nicht mehr machen. Ja. Eben jetzt ist es mit den Temperaturen noch einigermaßen gut, aber dann bei den Erwachsenen, was hast du das Gefühl, hebt alles? Ich glaube, es hebt schon. Und sonst gibt es schöne Gräben. Also Schläge glaube ich jetzt nicht, weil es ist so eine kompakte Schicht darunter. Bin ich auch optimistisch, ja. Kann es dir nach dem Rennen sagen. Aber eben, ihr habt euch das so gewünscht, so Wetter, oder? Jetzt zum Abschluss so und zu dem Rennen. Ja, das ist perfekt. Besser kann man es nicht haben. Also, wunschlos glücklich, ja. Kann man Zolka-Chef wirklich so sagen. Super Verhältnis, super Wetter, super präparierte Pisten und dann selber noch ein super Erfolg. Mit Jahrgang 75 ist der André Riesen dann selber sogar in seiner Kategorie hochdünn zweit geworden und das ohne es überhaupt viele können trainieren. So ein Anlass natürlich muss weitergehen. Geht aber nur dann weiter, wenn man eben die Sponsorinnen und Sponsoren kann bei der Stange behalten. Es braucht ganz einen Haufen Sponsorinnen und Sponsoren, nebst natürlich den Hauptsponsoren Raiffeisen. Eben Pizol hat es einen Haufen kleine auch noch. Und dann braucht es natürlich eben auch verantwortliche Leute. Wettkampfleiter war der Reini Regli gewesen. Dermal jetzt aber das letzte Mal in seiner Funktion als Präsident vom SSW. Im Interview jetzt mit dem Markus Roth. Reini Regli, das Rennen ist vorbei. Wie ist es gelaufen? Ja, wir haben einen genialen Anlass gehabt. Wir haben sozusagen keinen Ausfall, keinen Zwischenfall. Nicht das Haar in der Suppe suchen, haben wir einen Verletzten, hat irgendwie eine Schulterverletzung. Aber es war ein geniales Rennen gewesen. Und da möchte ich allen Helferinnen und Helfern für die grosse Arbeit danken. Es ist ja der Pizol-Riesen und es ist Verbandsmeisterschaft. Kannst du schon sagen, wer Verbandsmeister geworden ist? Ja, ich meine, es ist der Fernando Schmid. Europacup und mal Weltcup-Fahrer. Wir hoffen schwer, dass er wieder zurückkehren kann. Und bei den Mädchen meinte ich, ist es Anna Dietrich vom Ski- und Snowboardclub Filters. Also es hat doch noch einige Schnelle, vor allem bei den Herren, Schnelle gehabt, die in Kader auch sind. Wie haben ihr die Herren gebracht? Ja? Ja, die einen haben wir natürlich angebracht, weil die sind im Kader und fahren der Slalom, der Schweizer Meisterschaft, die stattfindet dort in Hasliberg nicht. Und die anderen sind die ehemaligen Weltcup-Fahrer, Grünenfelder, Brüder, der Tobias und der Jörg. Und die haben wir persönlich angegangen und sie haben spontan ja gesagt. Ist es eine Schwierigkeit gewesen, heute bei den warmen Temperaturen von der Piste her? Ja, wir waren gestern schon gefordert. Wir haben am Morgen früh aufgeraut. Wir haben nachher den Schnee so richtig durchnässen und haben dann nachher mit ein bisschen Schneehärte nachgeholfen und somit haben wir eine Top-Piste angebracht. Hast du auch schon Reaktionen von Fahrern, wie es war zum Fahren? Ja, Jürg Grünenfelder hat mir gesagt, er war einer der Letzten mit etwa 260. Er würde am liebsten noch mal fahren. Also das heisst ja alles. Und heute auch wirklich wunderbare Verhältnisse da. Das Wetter, nicht mehr an, haben wir bestellt. Ja, besser hätten wir es nicht mehr bestellen können. Jetzt ist ja die letzte Verbandsmeisterschaft als Präsident. Du trittst ja ab, bleibst aber im Verband erhalten, im Vorstand. Was ist jetzt für ein Gefühl jetzt für dich?
Ja, ich bleibe am Verband erhalten. Ich habe jetzt in den letzten 18 Jahren versucht, das vorzuleben, was wir jetzt angebracht haben. Ich trete mit einem lachenden, einem weinenden Auge zurück, aber ich bleibe am Verband in Form eines Sportchef 3 in den nächsten 2 Jahren. Roger Walker ist dein Nachfolger, wenn er gewählt wird. Was kannst du zu ihm sagen? Ja, es ist, glaube ich, ein Glücksfall, weil es ist nicht mehr so einfach, heute Leute für solche Funktionen zu finden, weil das sind gegen 800 Stunden im Jahr. Und dass man das aufbringen kann, das ist in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht unbedingt mehr möglich. Aber ich bin zuversichtlich und ich werde ihm auch nach wie vor zur Seite stehen. Immer, wenn er mich braucht. Und da hat sich der Roger Walker sicher darauf verlassen. Wenn er gewählt werden, folgt ein Urner auf einen Urner beim SSW. Ja, und da haben wir noch 2, 3 so Fahrten aufgenommen. Neben Standen noch ganz, ganz schnell. Es war noch schwierig. Die Ziele und Apero sind ein bisschen auseinander. Und wenn wir im Apero unten waren, haben wir oben nicht beobachten können. Und der schnellste Fernando Schmeder noch ganz knapp im Ziel verrutscht. Der Markus Roth ist im Gespräch mit 2 Mädchen. Du bist jetzt ganz ins Ziel gekommen. Wie ist er gelaufen? Ja, recht gut. Aber ich habe bei einem Tor mit dem Du eigentlich. Bist vorher also in dem Fall gut unterwegs, bist du dem Fehler? Ja, eigentlich schon. Was sagst du zur Piste? Wie ist die noch zu Weg? Also für das, dass so viel runtergefahren sind, ist sie wirklich gut. Fragen wir gerade an Joya, wie ist denn dir gelaufen? Gut, eigentlich habe ich es genossen. Mal. Und von der Strecke her, was ist die Schwierigkeit? Die Übergänge, die Kuppen, dass man schnell muss wechseln und bewegen, ja. Das ist das letzte Rennen vom Winter, auch das letzte als Rennfahrer für dich, oder? Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ich kann es nicht richtig sagen, gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle hat sicher auch der Markus Oppeliger in der letzten Zeit jemanden gehabt. Aber jetzt sicher eine Leichterung, jetzt weil alle Gemeinden ja gesagt haben. Der Markus Roth. Markus Oppeliger, heute der letzte Skitag. Geniessest du jetzt den heutigen Tag noch? Absolut. Also ich habe schon die ganze Saison eigentlich genossen. Und heute haben wir jetzt noch einen genialen Abschluss. Super Wetter, guter Schnee, schönes Skirennen, viele Gäste. Was will man noch mehr? Jetzt bist du sicher erleichtert. Alle Gemeinden haben das Ja gesagt zur Unterstützung der Pizolbahnen. Was ist das für ein Gefühl? Was geht da in dir vor? Ja, das Gefühl ist natürlich genial. Wir haben jetzt, man kann sagen, ein rundes Jahr ziemlich hart geschafft an dieser ganzen Angelegenheit. Wir haben eine grosse Unterstützung von den Gemeindepräsidenten von diesen 6 Gemeinden. Und wo die uns dann Ende Oktober letztes Jahr gesagt haben, sie hätten das Paket geschnürt, ist natürlich auch darum gegangen, die Bevölkerung können zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Und da hat ja, einiges an Aufwand verursacht. Wir waren da sehr viele Veranstaltungen gewesen. Wir haben das verkauft bei den Gemeinden, bei den Parteien, bei Institutionen. Wir haben die Leute motiviert, sehr viele Gespräche geführt. Und ja, was jetzt rausgekommen ist, zeigt eigentlich, dass wir es vielleicht nicht so schlecht gemacht haben und dass die Leute einfach den Berg wenden und gesagt haben, auch wenn das jetzt ein paar Steuerfranken kostet, wir wollen das so weiterführen. Eben, es hat ja relativ wenig Gegenstimmen gehabt oder Leute, die dagegen gesprochen haben. Das ist ja doch auch ein Zeichen. Wie du gesagt hast, die Bevölkerung steht dahinter. Bedeutet euch das neben dem finanziellen auch im moralischen Bereich viel? Vor allem da, weil da hat es einen Haufen Leute, die wirklich sehr viel arbeiten für den Berg. Das fängt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Geschäftsleitung unter dem Klaus Nussbaumer macht einen riesen guten Job mit einem enormen Arbeitseinsatz. Und auch der Verwaltungsrat hat sich engagiert. Und ja, es ist eine schöne Anerkennung, dass wirklich nicht mehr so destruktive Kritik gekommen ist. Was bedeutet das ja jetzt im geschäftlichen Bereich? Wie könnt ihr die nächsten Schritte jetzt machen? Also, was es konkret heisst, ist, ich habe das immer so ein bisschen als limitierte und zeitlich beschränkte Betriebsbewilligung angeschaut. Und das ist jetzt ein bisschen eine sehr einseitige Betrachtung. Aber wir haben jetzt 6 Jahre der Zeit. Mit diesen Beiträgen sollten wir, wenn es einigermaßen vernünftig läuft, sollten wir kein Defizit mehr machen. Und das heisst, es gibt uns 6 Jahre Zeit zum Arbeiten,
um neue Konzepte zu entwickeln, weil die kann man nicht einfach so aus dem Ärmel rausschütteln. Wir müssen schauen, wie wir die Wertschöpfungskette am Berg verlängern, verbreitern, mit Themen wie Gastronomie, Services, Verleih, Skischule, Outdoor-Services. Das ist eigentlich das Thema. Oder Hotellerie, Übernachtungsmöglichkeiten. Das sind Themen, die wir sehr gut anschauen müssen, wie wir uns da zusätzlich engagieren können. Und all das, ohne dass wir viel Geld in die Hand nehmen können. Oder? Das ist eigentlich die ganz grosse Herausforderung. Jetzt, der Winter hat es sehr viel Schnee gehabt. Ich gehe davon aus, die Zahlen sind jetzt sicher noch nicht rum, aber es war ein guter Winter für euch. Der Winter war ein rechter Winter. Wir können sagen, von dem Schneeverhältnis her absolut fantastisch. Da gibt es überhaupt nichts. Jetzt, was uns ein bisschen gefehlt hat, ist eigentlich von Januar, Februar und März ist ein bisschen das Wetterglück. Also ich sage jetzt ab und zu, ich hätte lieber ein Drittel weniger Schnee gehabt, dafür ein paar schöne Wochenende mehr. Das hätte uns eigentlich noch fast mehr gebracht. Also es war ein rechter Winter, aber nicht wie die Schneemassen eigentlich würden den Schluss erlauben. Und es war kein Spitzenwinter, das nicht, leider. Heute ist ja jetzt fertig, es hat ja noch wunderbar Schnee, also es könnte theoretisch noch weitergehen. Was bedeutet das jetzt für euch? Jetzt müsst ihr aufräumen, revidieren, Verwaltungsrat. Habt ihr jetzt ein bisschen eine ruhigere Phase? Eigentlich nicht, nein. Durch das, dass wir ja das Konzept gemacht haben, dass wir 300 Betriebstage am Berg haben, das stellt den Betrieb mit dem Betriebsleiter und CEO vor ganz grosse Herausforderungen. Das heisst, in bereits ein paar wenigen Wochen würden wir den Sommerbetrieb wieder aufnehmen. Und da muss der Klaus Nussbaumer mit seinem Team sehr, sehr sorgfältig und gut planen, wie man jetzt die Anlagen kann revidieren kann, damit wir dann nach bis nach den Sommerbetrieb wieder aufnehmen können. Und dann haben wir auch noch, auch unsere Leute brauchen mal Ferien. Es ist dann ein bisschen Betriebsferien noch angesagt. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Und was den Verwaltungsrat betrifft, wir haben klare Aufgaben bekommen von den Gemeinden und von der Regierung, dass man ja, von uns erwartet, die Firma auf bessere Beine zu stellen. Und da müssen wir sofort anfangen und sofort arbeiten. Also wir können nicht zurücklehnen. Wir haben da zwar noch Schnee wie verrückt, aber gleich schnell einen Ausblick auf den Sommer. Was erwartet da gestern am Pizol? Also Gäste erwartet grundsätzlich ein ähnliches Angebot wie letztes Jahr mit unseren Paradeangeboten, 5 Seewanderungen selbstverständlich. Dann für eher die jüngeren Gäste Heidepfad auf der Ragazzerseite, der Wasserwald da. Wir haben den sensationellen Panorama-Höhenweg mit einem einmaligen Ausblick, also wirklich etwas Schönes, Sommer und Winter. Das sind mehr oder weniger schon die Themen, die wir haben. Was wir neu werden, ist noch der Edelweissweg. Und wenn ich Stichwort Edelweiss bringe, dann kann ich sagen, wir werden im Juli dürfen ein Edelweissflugzeug, ein neues, auf den Namen Pizol taufen. Da werden wir dann auch medial dürfen ein bisschen ausschlachten. Prima, dann freuen wir uns auf den Sommer. Vielen Dank, Markus Oppiger.